Russland, meine Freunde, mein Name ist Kalle Kuschnelski und das ist eine neue Folge Border Police. Bei letztem Mal, die ganze sah ein bisschen so aus. So, hast du kapliert, Alter, lass mich mal, was willst du hier? Drücken sie eh, um die Tür zu beeinflussen, Alter, ich bin richtiger, also, ich glaube, das Spiel ist nur für Influencer, ich sag's, wie es ist. Und heute gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Zuckerblier. Also ein freudiges Russland für euch alle und wir legen wieder los. So, hier ist wieder Onkel Henno. Henno. Alter, hier ist sogar ein Kühlschrank. Ist da was drin? Nee. Im Rucksack haben wir sogar noch ein paar Flubbies. Da können wir doch bestimmt hier unsere Agathe nochmal mit beglücken. Oh, hier ist sogar ein Herd. Da können wir was mit reintun. Guck mal, was ist, wenn ich... Ich kann nur Kohle in den Ofen legen. Ach so. Ja, dann pack doch mal Kohle rein. Und gönn. Und jetzt? Was will er eigentlich von mir? Würdest du mir etwas Schokolade besorgen? Der Geschmack war sehr gut. Alter, du kannst dich die ganze Zeit nur Schokolade fressen. Ich sag's, wie es ist. Das ist A, nicht gut für die Zähne. B, sind wir in Russland, Alter. Wer weiß, was die da alles in die Dingsbums reingepackt haben, verstehst du? Und wenn ich mir deine Fresse so angucke, dann glaube ich, solltest du eher ein Buch lesen, anstatt hier irgendwie nochmal Schokolade zu fressen. Ja, guck mich nicht so an! Wir haben nur ein Geld. Das bedeutet, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Ich glaube, wir müssen wieder zur Arbeit, ne? Erstmal noch eine in die Rüstung kippen hier. Geh mal her. Siehst du das, Ehefrau? Du bist ja überhaupt nicht glücklich. Aber mir geht's gut, ey. Ich bin richtig gut drauf. Kannst du mir auf den Weg nach Hause Zigaretten holen? Hast du auch andere Wünsche? Bist du den ganzen Tag nur am Smoken? Ja, dann gebe ich dir Zigaretten. Geil. Ooh, Baby, Baby. Hier hat jetzt richtig Bock auf mich. Fernseher. Lol, ich habe den Fernseher geklaut. Gut, gehen wir mal wieder raus. Was ist denn eigentlich hier draußen? Hier kann man Holz hacken, oder was? Kann ich das auch verkaufen? Dieses Holz ist nutzlos, weil es faul ist. So. Das ist auch nutzlos. Hä? Holz! Okay, was kann ich jetzt damit machen? Ich kann das doch bestimmt irgendwo verkaufen, oder was? Vorne ist auch irgendwie ein Bauernhof, oder wie? Wie viel von dem Holz haben wir hier jetzt? Oh, wir haben eh fast Inventory voll. Würde ich sagen, wir behalten jetzt mal die 6 Holz. Vielleicht können wir die verkaufen. Wir haben 16 Dollar. Wovon haben wir jetzt die 15 Dollar bekommen, Alter? Fernseher. Leute, ich hab den Fernseher geklaut! Okay. Würde ich sagen, wir fahren da jetzt mal rüber. Ah, nee, warte mal, warte. Oh, hier ist eine Kuh. Farmmanagement. Lol, ich kann eine Kuh kaufen. Kuh Heu geben. Kaufen Sie Huhn. Hä? Das Spiel soll eigentlich ein Spiel sein, wo ich an der Grenze sitze, Stempel verteile. Und jetzt kann ich hier Kühe kaufen. Drücken Sie E, um das Hühnerei zu nehmen. Das Huhn hat nichts hervorgebracht. Ich schaue morgen nochmal nach. Alter. Mehr, Junge. Wieso kann ich das nicht schlachten? Okay, okay. Also wir merken, es ist eigentlich ein komplexeres Game, als es eigentlich zugibt, okay? Gut, dann fahren wir nochmal in die City und gucken mal, was da so abgeht, wa? Russland! Oh, shit. So, das ist irgendwie... Oh, hier ist ein Tier. Zur Seite! Uff. Oh! Reug dich! Oh, lol! Oh, lol! Hey, wo ist mein Auto? Halt, stopp! Was ist das denn hier eigentlich? Kann man eigentlich mit den Leuten reden? Hallo? Was bist denn du so groß? That's what she said. Gambling. Unlucky people cannot enter. Gut, dann machen wir mal Gambling hier. Rein da in die Hütte. Hallo? Wo ist denn hier der Automat? Also, er hat hier Pferderennen. Und er hat hier, was hat er denn? Kopf oder Schwänze spielen? Seien Sie vorsichtig, Sie könnten Ihr Geld verlieren, um mindestens 5 Grivne spielen zu können. You has a... you has a 16 Grivnes. Okay. Aber 0 Grivnes. Also, ja. Okay. Was nehmen wir denn? Kopf oder Schwanz? Ich nehme Schwanz. Gehen. Gib Schwanz. Gönn Schwanz. Schwanz! Nein, er hat Kopf gemacht. Okay, einmal noch. Wir gönnen jetzt nochmal Schwanz. Gönn Schwanz. Gönn! Alter, da ist einer mit dem Moped gefahren. Schon wieder kein Schwanz! Okay, wir machen Pferderennen. Aber ich glaube, das ist besser. Pferdewette spielen. Seien Sie vorsichtig. Sie können Ihr Geld verlieren, um mindestens 5 Grävene spielen zu können. Ja, das ist natürlich wieder, ne? Okay, welcher sieht denn fit aus hier von denen, ne? Ich nehme mal den grünen. Gönn! Gib Gas! Alter! Komm! Ja, zieh! Zieh durch! Zieh durch! Scheiße, wer hat denn jetzt gewonnen? Nein! Man kann hier nur verlieren bei euch!
Was für Kackladen! Sei auch mal ein kleiner Hinweis an euch, Alter. Lass die Scheiße mit dem Glücksspiel. Das bringt nichts. Du bist zu arm, um das zu ertragen. Alter Verwalter. Was mache ich denn mit dem Holz? Und das Holz kann ich maximal vielleicht sonst noch mal in den Ofen schmeißen zu Hause, ne? Okay, wir gehen nochmal zur Arbeit jetzt. Ich habe schon gar keine Energie mehr, sehe ich gerade, du. Die Kurve hatten wir letztes Mal schon. Die war ein bisschen... Ai. Ah, so, Rückwärtsgang. Ja, wir kriegen jetzt das Auto hier wieder weg, du sag mal. Hallo, kannst du mal eben anschieben? Scheiße, jetzt muss ich 500 Meter laufen, oder was? Das ist jetzt blöd, ne? Speisekarte. Hä? Was für eine Speisekarte? Jetzt bin ich wieder zu Hause. Oh nee, jetzt wieder alles von vorne. Aber der Fernseher ist weg. Und ich habe nur ein Gold. Ach hier, guck mal, da steht sogar, dass ich es kaufen kann. Weg damit. Tür verkaufen? Nee. Ich meine, Frau verkaufen? Nee. Ich kann keine Zeit mit Schlafen verschwenden. Ich muss arbeiten. Russland! Ich würde gerne alles verkaufen. Zum Beispiel die Menge des Spielzeugs. 8 Taler. Guck mal, wir machen hier richtig Money. Hier. Sohns Bett. Weg. Du brauchst keinen Platz zum Schlafen. Schwiegermutters Bett. Auch weg. Zack. So, jetzt haben wir 33 Taler. Jetzt gehen wir nochmal arbeiten. Nee, ich will, dass sie erstmal glücklich ist. Das heißt, ich stopfe die jetzt mit Zigaretten voll. Und dann wird die, nutzen wir das einzige Bett, was wir noch haben. Ja, ist ja wohl klar. Was sag ich mit Onkel Henno? Kann man den zur Arbeit schicken? Arbeitsmanagement. Geh mal arbeiten. Jawohl! Henno ist endlich mal arbeiten, Alter. So, dann gehen wir jetzt mal zur Arbeit, ey. Ab dafür. Autobahn. Das ist niemals eine Autobahn. Bruder. Oh, shit. Gut eingeparkt. Gut eingeparkt, Herr Koschnelski. Russland! Aber wir brauchen hier auf jeden Fall Fluppen. Wir brauchen noch mehr Fluppen. Chocolate Bar für den Kleinen. Fluppen, 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 Fluppen. Das sieht sehr gut aus. Gut. Ich würde sagen, ich bin bewappnet. Ich habe jetzt noch 6 Taler. Jetzt gehen wir nochmal fix arbeiten. Hm? Jetzt ist der Tank leer oder was? Ich krieg die Krise. Du bist zu arm, um das zu ertragen. Ich kack mich ein, ey, wirklich. Versteh das nicht. Jetzt bin ich zu arm. Ja, dann laufen wir jetzt zur Arbeit. Ist mir jetzt auch scheißegal, ne? Ihr seid doch alle nicht ganz sauber. Bis eben dachte ich, das wird eine kurze Aufnahme. Rand. Wir sind wieder am Rand. Ich sehe ja natürlich jetzt kein Auto, was ich theoretisch benutzen könnte. Aber wir können jetzt am Rand erstmal den Rand halten. Arbeiten, Alter. So. Ich beeinflusse diese Tür. Weil ich bin Influencer, das haben wir letztes Mal schon geklärt. Ich beginne jetzt zu arbeiten. Ich brauche meinen Militärhut. Nächster. Russland. Hallo. Reisepass. So. Es gab einen Dieb bei mir zu Hause. So, jetzt müssen wir noch das hier einmal checken. Mismatch. 4257. 4257. 8-3 und 8-9. Aha! Bumm! Du bist ein Assi. Hier. Alarm! Alarm! $10 habe ich jetzt. Okay, vielleicht kann ich mir damit Benzin leisten. Das wäre komplett Ehre. Kann ich mit dir mit? Mann, das wäre so Ehre. Wer will das nicht? Das kann ich auch nicht nehmen, ne? Taxi gibt's auch nicht. Alles scheiße, du. Wirklich. Bist du immer noch zu arm? Oh, jetzt muss ich die ganze Scheiße nach Hause laufen, oder was? Gut, also dann latschen wir mal eben schnell nach Hause. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Alter, ich muss jetzt theoretisch noch 1000 Meter laufen bis nach Hause. Hier ist allerdings jetzt gerade natürlich der Club, ne? Können wir da noch mal kurz vorbeigehen auf ein Hektoliter Bier? Geile Party. So, gut, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hause. 1000 Meter Abfall. So, jetzt sind wir super happy, aber ohne Energy. Das Gute ist, wir haben den ganzen Rucksack voller Kippen. Wenn die Frau jetzt nicht mit mir da Liebe machen will, dann raste ich aus und deinstalliere. Ich bin jetzt nicht zur Arbeit gelaufen und laufe wieder zurück, damit die dann sagt, oh nee, das sind mir aber viel zu wenig Zigaretten, Alter. Schnäpfe. So, das ist jetzt hier theoretisch mein Auto. Wir haben kein Geld. Warum ging das denn jetzt eigentlich nicht mehr? Oh, er geht wieder an! Er geht jetzt wieder an! Er geht jetzt wieder an! Willst du mich komplett trollen oder was? Ich raste aus. Ich bin zur Arbeit gelaufen. Ich bin zurückgelaufen. Und jetzt auf einmal sagst du, oh ja, ich hab doch noch Bock zu fahren, Alter. Dreckskarre, wirklich. Ja, kommt auch nicht klar.
Er tanzt auch noch zu der Musik aus dem Club. So, ich habe kein Geld mit nach Hause gebracht. Ich sag's gleich, wie es ist. Also du kannst mich mal am Arsch lecken. Aber du kriegst Schokolade hier. Guck mal hier. Gib Schokolade. Und damit du ein bisschen was in deinem Leben hast, ne? Kommen wir mal zu dir. Ehefrau, Alter. Du willst also eine rauchen, hast du gesagt. Gib dann. Alter. Komplette Ehre. Treffen wir uns in der Nacht. Vergiss nicht, im Bett energisch zu sein. Gönn. Ich muss energetischer sein.